Ja, liebe Leute, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, eine Deutsche, eine Dame, die in Ungarn lebt. Und warum sie dorthin gezogen ist, wird sie uns gleich erzählen. Das ist, finde ich, total spannend, dass man hört ja immer Auswandern nach Thailand, nach Amerika, nach Mexiko oder sonst wohin, Paraguay, aber nach Ungarn auswandern, das ist schon eine ganze, ja, ist ganz was anderes mal. Das macht sie allein schon so spannend. Ich habe heute die Eva John da und sie wird uns über ihr Herzensbusiness erzählen, warum sie das macht und mit welcher Leidenschaft sie dabei ist. Und da geht es nämlich um organische Mikronährstoffe. Und ja, natürlich, jetzt klingeln bei manchen schon die Ohren, oh, das ist wieder MLM oder irgend sowas. Aber lasst euch mal überraschen. Die Frau erzählt mal aus ihrem Leben und warum sie das tut und warum sie das so erfüllt. Und da geht es nicht um eine Stufe höher werden oder sonst was, sondern geht es wirklich ums Herz. Und jetzt begrüße ich dich ganz, ganz herzlich, Eva. Ich freue mich, dass du hier bist. Eva, erzähl uns doch mal was bisschen über dich und wie bist du nach Ungarn gekommen? Das ist so eine spannende Geschichte. Liebe Beatrice, vielen, vielen, vielen Dank für diese tolle Einleitung. Vor allen Dingen, was du über mein Geschäft gesagt hast, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Aber ich fange jetzt einfach mal mit mir an. Ich bin zarte 63 Jahre alt und vor etwas über 2 Jahren habe ich beschlossen, von Deutschland nach Ungarn auszuwandern. Das hatte mehrere Komponenten. Das wird auch später, wenn ich meine Geschichte erzähle, die mit meinem Business sehr zusammenhängt, auch klarer werden, warum. Es hat mich schon immer rausgezogen. Ich bin in Ungarn gelandet, weil unter anderem, weil es ein ja, sehr weitläufiges Land ist. Wir haben hier zum Beispiel auf dem Land ist das völlig selbstverständlich, dass man Gärten von mindestens 1000 Quadratmetern hat. Ne? Was das jetzt allein in der Lockdown-Zeit für mich bedeutet hat, das kann sich jeder vorstellen. Mir haben die Leute so leid getan, die in einer Einzimmerwohnung möglichst noch ohne Balkon oder mit einem ganz winzigen Balkon leben. Und ich habe wirklich Gott jeden Tag für diesen Garten gedankt, den ich hatte. Dazu habe ich einen sehr großzügiges Haus gemietet. Also die Mieten hier sind sehr, sehr preiswert. Wo kriegst du das noch? Zum Beispiel 90 Quadratmeter plus 3 Terrassen, plus Garten, plus Internet, Strom und Wasser für 600 Euro. Wow, da kriegst du bei uns nicht mal mehr ein Zimmerappartement, kaum noch in München, also ganz übel, ja. Ja, und vielleicht versteht man von daher, dass ich mich ja wirklich jeden Tag wie ein König fühle. Außerdem, es wandern sehr viele Leute nach Ungarn aus, weil es noch EU-Land ist, aber auch, weil man hier, viele Rentner können in Deutschland nicht mehr leben. Ja. Oder müssen Flaschen sammeln gehen oder sonst etwas oder was dazu verdienen durch Putzen oder sonstige Scherze. Und hier können Sie mit einer Rente wirklich gut leben. Ich meine natürlich auch nicht in Saus und Braus. Auch Ungarn ist teurer geworden und wird jetzt auch von den Einkaufsmöglichkeiten auch teurer wie in Deutschland und allen anderen Ländern auch. Aber immer noch bezahle ich hier für den Einkauf ungefähr die Hälfte, was ich in Deutschland bezahlt habe. Ja. Ja, aber es ist auch noch was anderes. Die Leute sind herzlich, die sind warmherzig. Ich komme mir so oft wie in meine Kindheit zurückversetzt. Man quatscht über einen Gartenzaun. Man redet mit Händen und Füßen. Ich kann nun wirklich nicht so toll die ungarische Sprache. Und ich stand schon mehrmals in einem Laden und versuchte der Verkäuferin verzweifelt zu erklären, was ich wollte. Und plötzlich steht ein Ungar neben mir, grinst mich an und sagt höflich auf Deutsch, darf ich Ihnen helfen? Und erklärt der Verkäuferin, was ich haben will. Wie süß. Das sind Sachen, also da geht mir das Herz auf. Ich habe wirklich ungarische Nachbarn, gut, eine davon spricht Deutsch,
Aber ich könnte zu jedem Ungarn gehen, wenn ich Hilfe brauchte. Der würde mir helfen, soweit er nur irgendwie könnte. Und das sind einfach so die Sachen, die mich hier in diesem Land so faszinieren. Ich wohne hier mit meinem kleinen blinden Hund und fühle mich einfach wirklich total wohl und bin dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Jeder hat damals gesagt, du bist verrückt. Wie kann man als alleinstehende Frau so etwas machen? Was ist, wenn? Und ich sagte, ich muss meinem Herzen folgen, ich muss meiner Intuition folgen, ich möchte raus. Und ein Jahr später begann der Lockdown und ich wusste, warum mich das so gedrängt hatte, raus, weg. Ja, Wahnsinn. Ja, tolle Geschichte, Eva. Wie bist du denn überhaupt auf Ungarn gekommen? Ich meine, das liegt ja noch nicht so im Blickfeld irgendwie, ne? Hast du da Freunde oder Bekannte oder? Nein, überhaupt nicht. Ich kannte wirklich überhaupt keinen, als ich da hierher kam. Ich habe mir einfach überlegt, wo will ich hin? Welches Land fasziniert mich? Wo sind auch die Einreisebedingungen nicht so streng? Und Ungarn ist da wirklich sehr, sehr gut gewesen. Inzwischen ist das wohl auch alles strenger mit allem Möglichen. Aber damals war es wirklich relativ einfach hierher zu kommen. Das Einzige, was ich brauchte, war, dass ich eine Wohnung hatte, und dass ich einen Nachweis hatte, dass ich hier allein leben kann. Also, dass ich nicht von ungarischer Sozialhilfe oder wie das heißt, abhängig bin. Und mehr wurde nicht verlangt. Dieser Nachweis wurde verlangt. Und natürlich brauchte ich eine Wohnung, die habe ich mir aber tatsächlich auch erst in Ungarn gesucht, denn die ersten 2 Wochen habe ich in einer Pension einfach gewohnt. Da war der Leiter Deutscher und ich habe mich für in diese Pension erstmal vorsichtshalber für ein Jahr eingemietet, weil ich sagte, in einem Jahr finde ich mit Sicherheit etwas in Ungarn. Und nach 2 Wochen kam der Leiter der Pension zu mir und sagte, du, ich habe dich beobachtet, ich habe ein Haus frei, willst du es dir mal angucken, ob es dir gefällt? Und ich hatte ein eigenes Haus und ich war aus dem Mietvertrag draußen mit der Pension und so. Also, weißt du, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du deinen Wünschen folgst, Beatrice, es öffnen sich Türen, von denen du noch nicht mal gewusst hast, dass es sie gab. Ich erlebe das immer wieder. Das ist so faszinierend für mich. Ich hatte auch nicht mehr Geld als vorher. Also ich habe nicht die Miete für ein Jahr Gästehaus im Voraus bezahlt. Ich habe Miete für 2 Monate bezahlt. Und dann wäre das monatlich weitergegangen. Also man kann wirklich hier in Ungarn, gerade im ärmeren Teil Ungarns, wo ich wohne nun mal nicht am Balaton, interessiert mich nicht, ist eine absolute Touristengegend. Mich interessiert immer das Ursprüngliche. Hier kann man wirklich sehr gut leben. Natürlich sollte man sich bewusst sein, dass man Gast in einem fremden Land ist. Mich nicht so aufspielen wie, ihr könnt dankbar sein, dass ihr mein Geld habt, jetzt springt mal gefällig, sei es. Also du, es gibt viele Deutsche, die sich so benehmen und ich schäme mich immer fremd für die. Und da sind die Ungarn natürlich auch sauer. Verstehe ich mal. Ich auch. Ich Verrate auch. mal, in welcher Gegend wohnst du denn ungefähr, dass man so eine Ahnung hat? Du, nahe der tschechoslowakischen Grenze. Ah ja. Ja, also Gjula ist eine größere Stadt hier, Békéscsaba ist eine größere Stadt. Ja, und wie gesagt, es ist paradiesisch schön. Wer sich das auf Google Drive angucken möchte, kann das gerne tun. Ja, das mache ich mal. Ja, aber, und wie gesagt, es ist noch die ärmere Gegend, also. Manchmal gucke ich, für meine Putzfrau bezahle ich umgerechnet, also 3 Euro die Stunde. Ich gebe dir schon etwas mehr.
Ja. weil ich sage, weil ich das nicht kann. Ich habe in Deutschland 10 bezahlt. Ja. Und das war noch günstig. Das ist noch günstiger. Ja. Also für einen Gärtner bezahle ich umgerechnet 6, 7 € die Stunde. Auch das ist ein absoluter Witz. Lächerlich wenig, Ja. so für Wenn ich zum Verhältnis. Friseur gehe und mir die Haare schneiden und färben und waschen lasse, bezahle ich 15 € umgerechnet. Wahnsinn. Ja, 50. 15. 15. Ja, Das gibt's ja nicht, das ist ja der Hammer. das ist der Hammer. Das ist Ja. der Hammer. Da war, ja, jetzt gehen wir mal an dein Business. Ja, ich wollte auch sagen, wir reden jetzt schon, wir reden sonst noch, ich kann noch 2 Stunden über Ungarn reden und über Auswandern, ne? Aber ich würde jetzt sagen, wer sich dafür interessiert, kann mich ebenfalls kontaktieren. Ja, genau. Nein, ich finde es auch spannend. Ich meine, das ist schon sehr, sehr interessant, was du da erzählst. Und vor allen Dingen, ich finde es so mutig, was du gemacht hast, einfach in ein Land zu ziehen, ohne die Sprache zu kennen, ohne zu wissen, wohin ich überhaupt, wohin es mich treibt. Aber die Pension hast du in Google entdeckt, oder? Die habe ich in Google entdeckt und auch das, und natürlich habe ich mich mit dem Leiter der Pension ungefähr 2 Wochen lang jeden Tag ausgetauscht, weil der war schon gar nicht begeistert, dass ich für ein Jahr ein Zimmer wollte. Der sagte immer, lass es doch langsam angehen und ich, nein, ich brauche irgendeine Sicherheit, irgendeine, ich bin ja schon verrückt, aber irgendeine Sicherheit brauche ich. Ja, toll. Also jetzt gehen wir aber, Eva, an deine Mission, an deine Vision, die du hast. Erzähl uns mal davon. Du arbeitest ja mit organischen Mikronährstoffen aus der Stammzellenforschung. Ich finde das sehr spannend. Vielleicht kannst du uns da mal überhaupt darüber ein bisschen mehr erzählen, was das ist. Also was kann man sich darunter vorstellen? Beatrice, um diese Frage zu beantworten, erzähle ich dir was aus meinem Leben. Denn ich könnte jetzt einen theoretischen Vortrag darüber halten, da wären alle Zuschauer nach ein paar Minuten weg, weil es keinen Menschen interessiert. Ich bin immer dafür, vom Leben hier zu erzählen. Und als ich noch in Deutschland wohnte, war ich auch verheiratet. Mein Mann ist leider an einer sehr schweren, tödlich verlaufenden Autoimmunerkrankung erkrankt. Und ich habe ihn 7 Jahre lang gepflegt. Weil die letzten 2, 3 Monate Tag und Nacht. Und was nach der Beerdigung kam, war eigentlich vorauszusehen. Ich habe einen Burnout bekommen und war also ja in jeglicher Hinsicht fix und fertig. Und ich wusste damals nicht, wie gehe ich mit einem Burnout um. Ich hatte das Wort mal gehört, ich wusste auch, was das ist. Aber wie sich das auswirkt, erfuhr ich jetzt am eigenen Leib. Und ich war immer eine Kämpfernatur, ich war immer ein Stehaufmännchen. Und ich habe gesagt, mein Gott, stell dich nicht so an. Natürlich ist das furchtbar, was du erlebt hast. Aber andere Leute erleben noch viel furchtbarere Dinge. Mensch, dein Mann hätte auch nicht gewollt, dass du dich so hängen lässt. Jetzt reiß dich mal zusammen, das Leben muss weitergehen. Du musst ja gefälligst auch noch Geld verdienen. Die Reserven waren aufgebraucht. Glaube ich auch. Ja gut, Beatrice, dass man damit keinen Burnout heilt, das wissen du und ich wohl beide inzwischen. Ich kürze die Geschichte ein ganz klein bisschen ab. Ich brauchte 2 weitere Burnouts und die Aussage meines Arztes, der mich die ganze Zeit begleitet hatte, ich würde nie wieder normal leben können. So, und das mit Anfang 50. Toll. Und meine Gesundheit macht mir wirklich Angst. Ich lag inzwischen 3 Viertel des Tages im Bett. Ich hatte bis dato nicht gewusst, dass Waschen, Duschen, Anziehen eine solche Strapaze sein können. Wenn ich 5 Minuten zum nächsten Lebensmittelladen ging, war ich wirklich für 3 bis 4 Tage völlig ausgeknockt. Und ich lag im Bett und war wirklich verzweifelt und dachte, mein Gott, soll so mein ganzes weiteres Leben aussehen. Aber irgendwo war in mir immer eine Stimme, wo ich wusste gar nicht, woher die kam, die sagte, komm, gib nicht auf, es kommt noch was, du kommst da auch wieder raus. Wie gesagt, es sah alles ganz anders aus.
Ich wusste auch nicht, was ich damit anfangen sollte, aber Gott sei Dank habe ich einfach, ja, diese einfach mal bestehen lassen. Mehr konnte ich nicht. Und du und ich wissen ja inzwischen auch, dass wenn so eine Stimme da ist, ohne dass du dir das verzweifelt selber einredest, dass das dann auch so kommt. Und so war es auch bei mir. Bei mir tauchte eine sehr hartnäckige Freundin auf, denn ich hatte auch alle Kontakte zu Freunden abgebrochen, war mir viel zu anstrengend und außerdem, ja gut, in meine Wohnung wollte ich die auch nicht gerne lassen. Aber es gibt Freunde, das sind wirklich sehr, sehr gute Freunde und sehr hartnäckige Freunde und die merken, wenn jemand in Not ist und die lassen sich nicht abwimmeln. Und Gott sei Dank hatte ich so eine Freundin und die tauchte bei mir auf und sagte, mein Gott, Eva, so geht's doch nicht mit dir weiter. Und da war ich ja noch ganz einig mit. Bei ihrem nächsten Satz bin ich an die Decke gegangen, weil sie sagte, ich habe hier etwas für dich. Und ich, oh Gott, bitte, lass mich in Ruhe. Und ich reagierte so, weil ich bis dato natürlich gefühlt 150.000 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, Mikro- und Makronährstoffe zu mir genommen hatte. Und es hat mir wirklich kaum etwas gebracht. Ich war zu tief unten. Ich weiß heute, warum das so war. Ich war einfach schon viel zu tief unten. Die konnten bei mir nicht mehr greifen. Damals wusste ich das nicht. Ich wusste nur, das hat keinen Sinn, dass ich es nehme. Mhm. Und meine Freundin sagte dann, Eva, jetzt halt doch mal bitte 5 Minuten die Luft an und lass mich dir was erklären. Und auch das darf nur eine sehr gute Freundin sagen, aber sie darf das eben auch. Und sie erklärte mir dann etwas, was ich bis dato so noch nie gewusst habe, dass sie sagte, Eva, dein Körper hat ganz, ganz viele Stammzellen. Und diese Urstammzellen, die teilen sich nach dem 25. Lebensjahr nicht mehr. Die werden nur noch kopiert und die Kopien davon werden wieder kopiert. Und so geht das einfach immer weiter. Und Beatrice, du kannst dir das jetzt mal vorstellen. Stell dir mal vor, du kopierst ein Blatt Papier 100 Mal. Was siehst du auf der 100. Kopie? Gar nichts mehr. Oder nur noch verwaschen und verschwommen. Sind wir uns da einig? Ja, ja. Und so ist das eben auch mit unseren Zellen. Die sind dann verbraucht, die sind müde, die sind sonst was. Und meine Freundin erklärte mir dann und sagte, diese organischen Mikronährstoffe aus der Stammzellenforschung, die regenerieren und reparieren deine körpereigenen Urstammzellen und regen die auch wieder zur Zellteilung an. Mhm. Und da, ich meine, ich habe 2 Schwager, die sind Ärzte, haben mir auch nicht helfen können in meiner Situation, aber immerhin kenne ich mich auch ein bisschen aus und wusste, also wenn so etwas, wenn das stimmt, dann heilt sich ja der Körper auf die Dauer selber. Und ich stellte das natürlich auch als Frage und es wurde mir auch bestätigt. Und dann sagte ich, na gut, in Gottes Namen, dann nehme ich das 151.000. Mittel. Was habe ich eigentlich noch zu verlieren? Und was dann passierte, hat mich wirklich absolut geschockt. Ich habe ja gesagt, ich habe bis dato im Bett gelegen, aber ich konnte nicht schlafen. Das sah bei mir so aus, durch diese ganzen Jahre der Pflege, wo ich zu jeder Tages- und Nachtzeit raus musste, oft unverhofft aus dem Tiefschlaf gerissen wurde. Ich schlief eine Stunde, war 2 Stunden wach, schlief dann wieder mal eine halbe Stunde, wachte schweißgebadet auf, konnte mein Bettzeug wechseln. Also erholsamer Schlaf war überhaupt nicht vorstellbar. Jetzt nahm ich diese organischen Mikronährstoffe aus der Stammzellenforschung und schlief und schlief und schlief und schlief. Und das ging ein paar Stunden, nicht ein paar Tage, nicht ein paar Wochen. Das zog sich über Monate weg, natürlich mit immer größer werdenden Wachzuständen dazwischen.
Aber ich rief meine Freundin an und sagte, mein Gott, was hast du mir da eigentlich empfohlen? Ich habe dich doch nicht um Schlafmittel gebeten. Und die hat sich halb schief gejagt. Ich hatte wirklich gesagt, Eva, du merkst doch, dass was passiert. Darf ich dir erklären, was dein Körper gerade macht? Der holt all den Schlaf nach, den du in den 7 Jahren Pflege deines Mannes vernachlässigen musstest. Und ich, aha. Und dann merkte ich ja auch, in den Wachzeiten dazwischen, ich war irgendwie etwas erholter. Ich war aufgerufen. Es fiel nicht mehr ganz so schwer alles. Mhm. Und es wurde von Monat zu Monat, manchmal vergingen auch 2, 3 Monate, bis ich wieder was mehr merkte, aber es wurde immer besser. Und ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, wenn es immer abwärts ging oder bestenfalls auf einer Linie blieb, was das für einen Menschen bedeutet, wenn es ganz, ganz langsam millimeterweise vorwärts geht. Ja. Ja, das gibt da ja eine Hoffnung. Und du kriegst sehr wohl mit, was du kannst. Und so habe ich natürlich nach einigen Monaten auch wieder Kontakte zu Freunden aufgenommen. Ich war denen ja nicht böse. Ich war nur zu erschöpft. Mich hatte bis dato jeder Kontakt erschöpft. Und wie gesagt, wir sind alle so zwischen 50 und 60 gewesen. Und da bekommst du natürlich mit, der eine hatte Migräne, der andere hat Neurodermitis, der andere hatte Arthritis. Und was weiß ich sonst noch was? Und ich war damals sehr, sehr naiv und habe gesagt, du, pass auf, die Elke hat mir das empfohlen, soll eigentlich bei jeder Krankheit helfen. Kannst du ja mal ausprobieren. Und natürlich hat das nicht jeder getan. Nee, klar. Aber ich würde gerne noch zurückkommen. Wie lange hat denn das bei dir gedauert, bis du wirklich wieder voll da warst, wo du gesagt hast, Mensch, also das ist wirklich Vergangenheit, dieser Burnout und diese Schwäche und diese Depressionsphase auch. Wie lange hat sich das hingezogen? Also das war bei mir doch ein gutes Jahr. Eventuell auch anderthalb. Also weißt du, wie gesagt, du kommst immer am Anfang bist du noch von, du kannst deine Arbeit wieder machen, aber du bist total, du bist hinterher sehr erschöpft. Ja. Auch das geht nach und nach weg. Also es hat schon eine Zeit lang gedauert. Auch verständlich. Also es wäre ja nicht normal, wenn man sagt, okay, in einem Monat ist es vorbei. Hat mich jetzt nur interessiert, weil man sagt ja immer, für jede Krankheit, für jedes Jahr Krankheit, was man hat, braucht der Körper, glaube ich, 3 Monate, bis er wieder gesund wird. Nicht ganz, also mit den organischen Mikronährstoffen dauert es nicht ganz so lange. Wir haben die Faustregel für jedes Jahr 1 Monat. Ah, okay. Ne? Aber auch da, jeder Körper ist anders. Ja. Ne? Und dann kommt es natürlich auch drauf an, was und wie viel du nimmst, ob du die empfohlene Menge nimmst oder ob du erstmal ganz langsam anfängst. Verstehst du, es hängt von so vielen Faktoren ab. Ja. Aber die Faustregel ist tatsächlich für jedes Jahr Krankheit 1 Monat. Mhm. Und ich meine, das ist ein Wort. Ich meine, die Überforderung hatte ja schon auch vor den 7 Jahren Krankheit angefangen. Bei meinem Mann ging es ja immer schlechter, auch da schon. Aber da haben wir noch nicht gescheckt. Da haben wir gesagt, er ist überarbeitet und sonst was. Mhm. Ja, aber diese ganzen Ärzte-Odysseen und so, bis was rauskam, hat allein schon 2 Jahre gedauert. Allein bis diese Krankheit diagnostiziert wurde. Mhm. Also, wie gesagt, und dann die Leute, die das dann genommen haben, war also auf meine Empfehlung hin, die sagten nach 3, 4, 5 Monaten, mein Gott, Eva, es geht uns besser, hätten wir gar nicht gedacht. Und da bin ich eigentlich aufgewacht, Beatrice. Mhm. Ich meine, meine Geschichte fand ich schon toll, aber ich weiß, ich bin Kämpfernatur, ich bin Stehaufmännchen, man muss mir das Richtige an die Hand geben. Okay. Ja.
Aber dann habe ich gemerkt, das Universum macht keine Fehler. Ich musste so weit tief unten ankommen, damit ich kapierte, wie es Leuten geht, denen es ganz schlecht geht. Mal du und andere Coaches, ihr habt so wahnsinnig teure Programme. Ob das in spiritueller Ebene ist, ob das auf Kommunikationsebene ist, wie bei dir, ob das mit Yoga ist oder mit sonst was. Du bist aber, wenn du so weit unten bist, nicht mehr in der Lage, was anzunehmen und geschweige denn umzusetzen. Ich habe damals auch gewusst, ich muss positiv denken. Ja, du hättest mich totschlagen können, ich konnte es nicht. Und ich ja, kriege jetzt von meinen Leuten immer wieder ein Feedback, weil ich begleite die raus aus Krankheit in ein selbstbestimmtes, hohes Leben. Und ich kriege durchaus Feedbacks, Mensch, das fällt mir viel leichter, jetzt dieses Programm mitzumachen als früher. Die Umsetzung fällt mir viel leichter. Ich habe Coaches kennengelernt, die hatten Angst vor mir. Die sagten, nee, 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 bleib mir mit deinem Zeug vom Leib. Wenn meine Leute das nehmen, dann brauchen sie mich nicht mehr. So ein, ja, entschuldige bitte, einfach so ein Quatsch. Es fällt den Leuten einfach nur wesentlich leichter, weil alles wieder aufgebaut wird. Denn jeder Mensch altert. Die Alterung beginnt ab dem 25. Lebensjahr. Gut, da merkt man es noch nicht so. Aber jeder Körper und jeder Geist und jede Seele ist dankbar, wenn da wieder aufgebaut wird. Und das ersetzt keine Coaching-Programme, aber das hilft unglaublich. Ja, das geht auf die, der Körper fühlt sich halt wohler und fitter. Aber wie bist du denn, was ist denn das für eine Art? Du sagst, das ist eine Stammzellenforschung. Hat man da prüfbare, nachprüfbare Ergebnisse oder Ja. Wir haben nur patentierte Produkte, also das unterscheidet uns auch von allen anderen auf dem Markt. Wir haben patentierte Produkte, aber wir haben drei Sachen, die unterscheiden uns absolut von allen anderen. Das erste ist sofort nach 48 Stunden Einnahme merkbar. Also nachprüfbar. Kann man bei jedem Arzt, bei jedem Heilpraktiker nachprüfen, haben Kunden von mir auch schon getan. Jetzt sind die Worte Cortisolspiegel und Serotoninspiegel im Begriff. Für die, die es nicht kennen, Cortisol ist für unser Stresshormon und dieses Stresshormon bedingt ganz, ganz viele Krankheiten. Ein Körper, der unter Dauerstress steht, wird krank. Serotonin ist genau das Gegenteil, das ist das Glückshormon. So, und bei 98% der Menschen ist der Cortisolspiegel ganz oben und der Serotoninspiegel ganz unten. Und nach der ersten Einnahme 48 Stunden später, du musst vor der ersten Einnahme zum Arzt oder Heilpraktiker und nach dieser Zeit zum Heilpraktiker. Und du wirst sehen, Cortisolspiegel ist runter, Serotoninspiegel ist hoch. Die beiden sind angeglichen. Und was das allein schon für eine Entspannung für den Körper und die Zellen bedeutet, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, ich habe Kunden, die das haben nachprüfen lassen und durch die Bank weg gesagt haben, das stimmt. Und wie gesagt, ich kenne kein anderes Produkt, das das kann. Tut mir leid. Ja. Und nur zu deinem Verständnis, Depressive kriegen zum Beispiel Medikamente, da wird der Serotoninspiegel angehoben. Aber der Cortisolspiegel bleibt da oben hängen. Diese Leute laufen wie Roboter durch die Gegend und fühlen sich auch so. Naja, also, müssen wir gar nicht ausholen. Da gibt es also so viele schlimme Sachen mit diesen ganzen Medikamenten, die die Leute manchmal sogar in Selbstmord noch treiben. Also, da habe ich schon so viel gelesen drüber und gesehen. So, der zweite Faktor, der mich von, der unsere Produkte von allen anderen unterscheidet, diese organischen Mikronährstoffe haben ein Signalprotein. Dieses Signalprotein
ist unglaublich intelligent. Es spürt die schwächste Stelle in deinem Körper auf, die gefährdetste. Und dort fängt es an zu wirken. Ich kenne auch kein anderes Nahrungsergänzungsmittel, das das macht. Ich brauche mir also keine Sorgen mehr zu machen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob meine Leber das schwächste Organ ist. Ich werde das normalerweise nicht merken, weil die Leber tut nicht weh. Ich werde nur nach ein paar Monaten merken, wenn es das ist. Mein Gott, ich werde frischer, ich werde wacher. Denn auch Leber hat viel mit Müdigkeit und Schlappheit. Aber ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen. Ich habe eine Freundin, die hatte 27 Tage im Monat Migräne. Gott. Ja, da ist das Signalprotein als erstes dran gegangen. Das ging Monat für Monat runter. Die ist jetzt auf 3 oder 4. Nee, also auch nicht von heute auf morgen alles weg. Nein, erst waren es 25, dann waren es 23. Aber weißt du, wie du jeden Tag feierst, den du keine Migräne hast, wenn du unter sowas leidest? Ja, ja, klar. Ja, ich habe Bekannte, die das haben. Also ich habe Gott sei Dank nichts damit zu tun. Ja. Wie machst du das denn? Mit Na, ich wollte noch eine Sache sagen, die auch uns unterscheidet. Es gibt inzwischen, das ist die dritte, entschuldige bitte, Beatrice, aber behalte deine Frage im Hinterkopf, ja? Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, sogenannte, die fügen diese Stammzellen hinzu. Die werden nicht vom Körper aufgearbeitet, du kriegst Stammzellen. Wie die gewonnen werden, finde ich eigentlich nur absolut abstoßend. Das wird auch nicht öffentlich gesagt. Es wird tatsächlich, und dafür wird teures Geld bezahlt, die Eltern bekommen rasend viel Geld dafür, dass sie ihren Säuglingen aus dem Bauchnabel die Stammzellen rausnehmen lassen. Ja, also für mich absolutes No-Go. Und meine Stammzellen sind dann immer noch nicht repariert. Ich kriege zwar welche hinzugefügt, bei manchen wirkt es, bei manchen wirkt es nicht. Aber alleine diese Ethik, danke. Kriegt deine Firma die Stammzellen? Wo kriegt diese die Mikronährstoffe her? Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ein Forscher hat vor über 100 Jahren herausgefunden, dass im Hühnerei am 9. Tag alle Wachstumshormone explodieren. Und diese Stoffe sind, ich sage es jetzt sehr vereinfacht, isoliert worden. Und aus diesen Wachstumshormonen werden die Stammzellen, deine eigenen Stammzellen, repariert. Inzwischen habe ich sogar Vegetarier, die das nehmen, weil sie sagen, da ist so wenig von drin. Also gerade Vegetarier sind ja absolut normalerweise gegen tierische Sachen. Aber die haben das nachgeguckt. Ich habe eine, die hat das effizient alles bei uns nachgeprüft und nachgeguckt und sagt, weißt du was, Eva, da ist so wenig vom Tier drin, das probiere ich jetzt aus, ich brauche es einfach und es ist ethischer als das andere. Ja. Und die kommen gut damit zurecht. Die kommen wirklich gut damit zurecht. Also, ja, du hattest eine Frage. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, aber es war mir wichtig, diese drei Sachen zu sagen. Ja, natürlich, genau. Ja, ne, mich interessiert es jetzt natürlich vom Kundenkommunikationsstandpunkt aus. Wie machst du das denn, wenn Interessenten zu dir kommen und sich nach diesem, oder wie gehst du auf Interessenten zu, um dieses Produkt, von dem du ja wirklich zu 1000% überzeugt bist, und ein Herzensprodukt von dir ist, wie gehst du da mit um und wie kannst du das Interessenten empfehlen? Wie machst du das? Wie gehst du in dieser Kundenkommunikation um? Also ganz ehrlich, ich habe sehr viele solcher Interviews wie mit dir. Und die Leute sind dann schon neugierig, einfach auch,
weil ich ihnen immer wieder erkläre, die anderen Nahrungsergänzungsmittel sind auf Körperebene. Ja, teil meine Körperzelle auf Körperebene, die schon vertrocknet und verhungert ist, oder ernähr die mal. Das hilft nichts, das schadet eher. Zu mir kommen Leute, die sagen, Eva, ich mag das gar nicht sagen, aber ich habe einen ganzen Schrank voller Nahrungsergänzungsmittel und ich fange schon immer an zu lachen. Weil es passieren zwei Sachen bei den anderen Nahrungsergänzungsmitteln und das meine ich gar nicht böse. Entweder helfen sie gar nicht mehr, wie bei mir, weil ich schon viel zu weit unten bin, oder sie helfen eine Zeit lang und dann musst du mehr davon nehmen und mehr und mehr und mehr und mehr. Die Leute kommen sich vor wie ein Junkie. Bei uns ist es genau umgekehrt. Du fängst einfach erstmal mit der höheren Dosis an und nachher, wenn das ausgeheilt ist, hast du nur noch eine Erhaltungsdosis. Ja, es kommt auf die Nahrungsergänzungen an. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Und, richtig, und trotzdem, da die Stammzellen nicht regenerieren, reparieren und teilen, ist es bei. Ich kenne wirklich, ich habe Eier aus meiner Verzweiflung damals ausprobiert. Ne, es ist, als ob du auf eine riesen Wunde ein Pflaster klebst. Das mag eine Zeit lang halten. Aber wie gesagt, ich habe auch eine Ärztin, die sagte mir, das hat sie dazu gebracht, weil sie sagt, nach 5, 6, 7 Jahren kamen die Leute und sagten, es wirkt nicht mehr. Ich muss immer mehr und mehr und mehr nehmen. Das ist, wie gesagt, entweder wirkt es gar nicht, dann sind die Leute zu weit unten. Oder du musst irgendwann, ja, wie gesagt, wie ein Junkie immer mehr nehmen. Ja, naja, gut. Okay, also du sagst, du machst, die Interessenten kommen auf dich zu oder sind interessiert, wie es dir gegangen ist. Das ist so dein Ja, oder auch mal, also ich meine, ich schreibe ja auch immer mal wieder in meinem Profil Kundenfeedbacks, wo Kunden sehr dankbar sind und schreiben, Mensch, meine Migräne ist so viel besser geworden, meine Arthrose ist so viel besser geworden, ich habe nur noch auf dem Boden kriechen können teilweise, jetzt laufe ich, jetzt mache ich Wanderungen, jetzt fahre ich E-Bike. Ja gut, also das Testimonials sind sowieso in der Kunden, in der Akquise und in der Kundenkommunikation ganz wichtig. Das wissen wir alle, dass Testimonials gut sind. Die sollte auch jeder auf seiner Seite haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel auch, dass die Leute es auch mitteilen wollen, dass es ihnen, dass ihnen dein Produkt, dein Angebot geholfen hat, ne? Eben, also inzwischen ist es tatsächlich so, dass die Kunden eher auf mich zukommen, als ich auf die Kunden. Ich sage natürlich immer mal wieder, auch hier im Umkreis, du, da kann ich dir helfen. Ne? Gerade jetzt durch die Masken und durch die, das Impfen geht es manchen Leuten wirklich schlecht. Ja. Ne? Klar, ich käme mir wie ein Verbrecher vor, wenn ich das nicht tun würde. Das wäre schon unterlassene Hilfeleistung. Ne, also, wie gesagt, ich erkläre denen das. Normalerweise erkläre ich den Leuten, dass die Stammzellen regeneriert, repariert und wieder geteilt werden. Das, was sie ab dem 25. Lebensjahr eben nicht mehr selber tun. Ne? Und das leuchtet schon vielen ein. Und außerdem habe ich natürlich auch Unterlagen, die ich den Leuten zukommen lasse. Ich werde niemanden überreden, Beatrice. Das hat überhaupt keinen Sinn. Aber ich informiere und ich stehe zu Fragen zur Verfügung. Und wenn jemand zu mir kommt, und dann frage ich ihn auch, ja, warum möchtest du das denn wissen? Hast du Baustellen? Welche? Was hast du, wie lange hast du die denn schon? Was hast du bisher dagegen getan? Was hat es dir gebracht? Verstehst du, ich komme mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Und das machst du vorwiegend in sozialen Medien oder wie machst du das? Ja, wie gesagt, ich mache das in den sozialen Medien. Ich mache das natürlich auch hier in Ungarn. Ich mache inzwischen kommen FB-Freunde auf mich zu und sagen, also das fand ich jetzt das Tollste, was ich mal erlebt habe, dass eine FB-Freundin mir schrieb, die kenne ich seit Jahren.
Und die sagte: Mensch, Eva, ich habe dich jetzt über ein Jahr beobachtet und du wirst immer entspannter, immer gelockerter, deine Gesichtszüge werden immer ausgeruhter. Was um Gottes Willen nimmst du da? Ich muss das auf jeden Fall haben. Das ist ja die beste Werbung, ne? Wenn man es vorlebt. Ja, und ich glaube, dass ich einen Burnout hatte oder drei, das merkt man mir heute, glaube ich, auch nicht mehr an. Nein, nein, nein. Nein, machst einen ganz lebendigen Eindruck. Danke. Eva, das war ein tolles Gespräch. Ich danke dir. Sag mir noch, wie können dich Leute, wenn sie sich jetzt für dein Produkt interessieren, wie können die dich erreichen? Du, ich bin auf Facebook erreichbar. Wir können auch nachher das Facebook-Profil unter das Interview posten. Das mache ich. Ja, dann können die Leute einfach, ja, sind sie sofort bei mir. Ich sehe jede Anfrage, weil ich eben darauf achte. Ja, super. Ja, wunderbar. Also hast du noch eines zu sagen, dann würde ich sagen, wir sind ein gelungenes Interview. Wir sind am Ende damit. Ich habe noch eine Sache, die ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Und das gilt hauptsächlich bei mir für Gesundheit, aber nicht nur. Gebt bitte niemals auf. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer eine Lösung. Ja. Und wenn ihr diese Hoffnung im Herzen bewahrt, dann kommt die Hilfe auch auf euch zu. Ne, wie sie bei mir durch meine Freundin auf mich zukam. Ich war kurz vorm Aufgeben und deswegen ist mir das so wichtig, zu sagen, bitte, bitte, egal was in eurem Leben ist, gebt niemals auf, sucht euch Hilfe, helfen euch Leute auch gerne. Das habe ich auch festgestellt. Aber gebt nicht auf, macht weiter, es lohnt sich. Ja. Tolles Schlusswort, das ich nur unterstreichen kann. Nicht aufgeben ist keine Option. Ja. Also nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Option. So ist es. Nicht aufgeben, einfach durchhalten, weitermachen, sich informieren, offen bleiben. Das ist so wichtig, dass Richtig. Man den Geist nicht verschließt und sagt, oh, ist alles Quatsch, sondern wirklich, wenn ich ein Bedürfnis habe, dem nachgebe und nachgehe, wie kann ich etwas verbessern in meinem Leben. Und wenn ihr denkt da draußen, die Eva hat jetzt was ganz Tolles oder ist auf jeden Fall was Interessantes für mich, dann geht zu ihr, schreibt sie an, sie wird euch sicher weiterhelfen. Okay, also ihr Sehr Lieben, gerne. Ihr Eva, einen wunderschönen ungarischen Tag heute in Ungarn. Dankeschön. Bevor dein Leben jetzt zu verbringen komplett? Bitte? Oder hast du vor, in Ungarn zu bleiben? Ja. Oder willst du ja. wieder zurück? Ja, super. Hast jetzt sicher auch schon Freunde da. Und ja, natürlich. Das ergibt sich. Ich meine, da sind die Ungarn etwas zurückhaltend. Das wurde mir von vornherein gesagt. Die brauchen wirklich 3, 4, 5 Jahre. Dann stehen sie plötzlich vor dir und du stellst zu deinem Erstaunen fest, dass sie Deutsch können. Ja, ja gut, aber ist ja okay so. Ne? Ist okay. Man muss ja. Es ist so absolut okay. Ich fühle mich wohl hier. Ich selber werde hier bleiben. Ja. Das ist toll. Na gut. So. Und wer auswandern will und noch nach einer Möglichkeit sucht, auch da helfe ich ganz gerne weiter. Also ihr findet die Adresse von der Eva, die Facebook-Adresse unterm Video. Und wer sich mit ihr gerne in Verbindung setzen will, der tut das sehr gerne. Sie ist eine herzensoffene Frau und hat viel erlebt. Danke. Und kann da vielleicht auch dem einen oder anderen aus ihrer Lebenserfahrung helfen. Also euch allen wünsche ich einen wunderschönen Tag. Bei uns ist heute so heiß in München und bei dir wahrscheinlich auch, Eva. Oh ja. Ja, also einen tollen, traumhaften Tag und wir sehen uns wieder. Danke, wir sehen uns.